Also es geht darum, hier wirklich vor Ort zu besichtigen, ob eine Bündelung der Stromtrasse Südostlink mit der Autobahn funktioniert, ja oder nein. Und man muss hier wirklich sagen, dass also eine direkte Verlegung der Stromtrasse an der Autobahn auf so viele Hindernisse, Autobahnauffahrten, Brücken, Gewerbegebiete, auch Siedlungen, Wasserschutzgebiete stoßen würde. Auf der Welt ist zwar alles möglich, aber das wäre ein so riesiger Aufwand, dass man sagen muss, das ist realistisch kaum durchzuführen und wahrscheinlich am Ende kaum zu bezahlen. Das würde so viel neuen Widerstand hier hervorrufen, dass wir vor der Frage stehen, was ist der größere Aufwand, querfeld ein oder eben neben der Autobahn, wo wir wieder Betroffenheiten haben, dass ich ganz klar sagen muss, das ist die Wahl zwischen Erhängen und Erschießen, egal wie du es machst, das ist beides kaum durchführbar. Ja, es gibt, egal wie, immer Betroffene. Es gibt die Landwirte, die sagen, bitte nicht durch mein Feld. Es gibt diejenigen, die sagen, bitte nicht den Wald abholzen. Und es ist auch so, wenn man neben die Autobahn ginge, dann hat man auch sehr viel Wald, der neben der Autobahn ist. Und hier muss man dann 30, 40 Meter breit den Wald roden. Das will ebenfalls niemand. Und deswegen glaube ich, dass Ende der Debatte sein wird, dass man die Stromtrasse nochmal grundsätzlich in Frage stellen wird.